Große, kleine, krumme, gerade, dicke, dünne, Gurke, 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 Gurke. Sie enthält viel Vitamin B, C und K, dazu die Mineralstoffe Kalium und Eisen, die Supergurke. Sie besteht aber auch bis zu 97% aus Wasser. Und dafür soll man jetzt bis zu 3,29 € zahlen, und zwar pro Stück? Echt jetzt? Nein, das ist anders, verzichte ich auf Gurken. Nein, da werde ich darauf verzichten, muss ich nicht unbedingt. Bei der Gurke würde ich jetzt wahrscheinlich eigentlich nur bis zu 2 € gehen. Aber, oder dann auf die Gurke verzichten. Wenn die Gurken gut sind und die schmecken gut, dann ist mir der Preis nicht wirklich egal. Aber er darf ruhig auch ein bisschen mehr kosten. Gerne. Vorbei die Zeiten, als eine Gurke noch erschwinglich war. Fotos aus dem Netz zeigen die Preisexplosion. Die Gurke erlebt wohl auch irgendwie ihre eigene Zeitenwende. Warum ist sie so teuer? In Spanien, wo der Hauptteil der Gurken, die aktuell bei uns im Laden liegen, herkommt, war es witterungsbedingt die letzte Zeit sehr kühl. Und dementsprechend hat sich das Pflanzenwachstum auch verzögert und dementsprechend ist weniger Ware auf den Markt gekommen. Auch die Händler auf dem Markt in Frankfurt-Bornheim heute Morgen haben Bauchgrummeln bei diesen Preisen. Gurken gibt es hier noch genug. Die niederländische Produktion ist in diesem Jahr später in die Produktion eingestiegen, um Heizkosten zu sparen. Weniger Gurken heißt höhere Preise. Ich kann es ja nicht ändern, ich mache ja den Preis nicht. Ja. Ich kriege ja den Preis so gesehen auch vorgegeben, weil ich kaufe so teuer ein, dann muss ich es auch teurer verkaufen. Doch wie lange wird das grüne Gold unseren Geldbeutel noch traktieren? Der Experte vom Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen sieht ein Licht am Ende des Hochpreis-Gurkentunnels. Das wird passieren, wenn größere Mengen an Waren aus Belgien und aus Holland in den nächsten Wochen bei uns in Deutschland eintreffen, werden die Preise auch wieder fallen. Wir haben seit letzter Woche auch schon erste heimische Ware aus beheizten Gewächshäusern. Mehr Gurken im Angebot heißt fallende Preise. Und dann kann auch Händler Mario Kriegel wieder aufatmen. Bei uns gehören Gurken halt zum Frühstück irgendwie immer dazu. Ja, meine Kinder, die essen mit Vorliebe Gurken. So kriegen die geschnitten mit aufs Brot drauf, auf die Stulle. Und wenn da keine Gurke auf dem Tisch liegt, dann fehlt halt irgendwie was. Ja. Und muss es wirklich die teure Gurke aus dem Ausland sein? In Kürze kommen die Heimischen, dann werden sich die Preise laut Experten wieder um 1 € einpendeln.